Ja, ich freue mich sehr. Unser Keeper Ron-Robert Zieler ist bei uns. Ron, nach dem schweren Saisonstart haben wir jetzt aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Was klappt derzeit besser als zu Beginn der Saison? Ja, ich glaube in erster Linie, dass wir eben auch in der Defensive viel stabiler sind, da dass wir jetzt aus 3 Spielen 1 Gegentor bekommen haben, dass wir 2x0 gespielt haben. Das ist irgendwo auch die Grundvoraussetzung für Erfolg. Das haben wir jetzt in den letzten Spielen sehr gut gemacht und eben die Spiele davor war es ein bisschen problematisch, da mal zu viele Gegentore bekommen. Und ja, das machen wir momentan einfach sehr, sehr gut. Und das ist eben auch irgendwo die Grundbasis für die Punkte, die wir geholt haben. Du hast gerade gesagt, 1 Gegentor aus den letzten 3 Spielen, heißt 2x0 gespielt. Du bist auch zum 2. Mal hintereinander in die Kicker-Elf des Tages gewählt worden. Was pusht dich im Moment so, dass du so überragende Leistung abrufen kannst? Ja, das ist eine schöne Randnotiz für mich, dass ich da in die Elf der Woche gekommen bin. Aber in erster Linie zählt eben auch der Erfolg der Mannschaft, dass wir da die Punkte geholt haben. Wir waren in einer unheimlich schwierigen Situation. Und da war es einfach jetzt verdammt wichtig, dass wir mal 2 Siege hintereinander eingefahren haben. Freut mich natürlich auch persönlich besonders, dass ich mit meinen Leistungen dazu beigetragen habe, dass wir die Punkte eingefahren haben und dass ich momentan eben auch in guter Form bin. Das ist schön, das ist wichtig für die Mannschaft und ich hoffe, dass ich die Leistungen eben auch in den nächsten Wochen so fortführen kann und dass ich meine Form so lange wie möglich beibehalten kann. Dafür drücken wir dir natürlich die Daumen. Du bist im Mannschaftsrat, hast nach dem Bremen-Spiel auch direkt, da war die Euphorie natürlich groß nach dem ersten Sieg, hast aber auch direkt gewarnt. Bei aller Euphorie sage ich auch, wir müssen jetzt weitermachen. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir jetzt schon richtig gut, dass alles richtig gut war. Wir haben auch noch nach wie vor Luft nach oben. Wie zufrieden bist du denn mit der Trainingsarbeit und dem Auftreten allgemein? Ja, sehr, sehr zufrieden. Wir müssen auch jetzt nach dem Sieg wieder, müssen wir natürlich auch den Spagat irgendwo finden zwischen Freude und auch Gelassenheit, aber dann eben auch wieder voll anziehen, jetzt volle Konzentration aufs Frankfurt-Spiel. Da ist es eben auch enorm wichtig, dass wir nach wie vor weiter konzentriert arbeiten, jetzt auch im Hinblick auf Frankfurt. Und wir sind eine Mannschaft, die muss jedes Spiel 100% abrufen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch wieder Probleme bekommen. Das muss jedem bewusst sein. Insofern ist es verdammt wichtig, dass da jeder auch nach wie vor mitzieht. Wir haben jetzt ein bisschen Luft bekommen. Wir haben uns ein bisschen nach oben arbeiten können wieder. Haben uns ein wenig befreien können, aber sind immer noch in einer schwierigen Situation. Und Fakt ist eben auch, dass wir noch viele Punkte einfahren müssen. Ne? Weißt du noch, was am 9. April 2011 war? 9. April 2011. Ich helfe dir auf die Sprünge. Da begann deine Serie. 152 Spiele in Folge, Pflichtspiele für Hannover 96 in Folge machst du jetzt am kommenden Woche voll. Was ist denn dein Rezept, immer fit zu sein und nie verletzt zu sein? Das ist schon irgendwo eine tolle Serie. Ja. So viele Spiele in Folge machen zu können, das ist, da kommt einiges zusammen. Ja. Natürlich zeigt das auch irgendwo meine konstanten Leistungen in der Bundesliga, aber eben auch, dass man fit und gesund bleibt. Das ist irgendwo auch nicht selbstverständlich im Profifußball, dass man so viele Spiele am Stück machen kann. Und das ist eine schöne Serie und ich freue mich sehr darüber, so viele Spiele hintereinander machen zu können. Ich hoffe natürlich, dass ich die Serie auch weiterhin ausbauen kann. Dann blicken wir jetzt langsam auf das Frankfurt-Spiel. Du wurdest von den Fans, ich habe gerade vorhin gesagt, 2. Mal in Folge Kicker-Elf des Spieltags, du wurdest schon 6-mal in dieser Saison zum Man of the Match gewählt. Wie wichtig sind denn die Fans im Hinblick auf das kommende Spiel gegen Frankfurt und im Allgemeinen für die Mannschaft? Die Fans sind immer wichtig für uns, immer wichtig gewesen. Wir müssen auch jetzt wieder zusehen, dass wir zu Hause, haben wir eben auch die große Möglichkeit, 3 Punkte wieder einzufahren gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und da sind auch die Fans natürlich sehr wichtig, dass wir hier eine Festung sind, dass wir hier die Unterstützung der Fans haben. Aber so wie die Mannschaft momentan auftritt, bin ich auch wirklich guter Dinge, dass die Fans das honorieren und eben auch pushen werden auf dem Spielfeld und dass wir dann alle zusammen hoffentlich den 3. Sieg in Folge feiern können. Was wird uns für einen Gegner erwarten? Die sind sehr gut in die Saison gestartet. Zwischendrin gab es ein 6:2 gegen den 1. FC Köln. Und danach haben sie 2 Punkte aus 5 Spielen geholt, die Eintracht. Was für einen Gegner erwartest du am kommenden Samstag? Ja, wie du schon gesagt hast, die Frankfurter haben auch gerade am Anfang der Saison gezeigt, dass sie Qualität im Kader haben, dass sie
eine gute Mannschaft sind. Ja. Und momentan läuft es halt einfach nicht so. Und das heißt aber nicht, dass sie eine schlechte Mannschaft sind. Wir kennen das ja auch selber ein bisschen von uns. Wenn man mal so ein bisschen so einen negativen Strudel reingerät, dann ist es eben auch schwierig, sich da zu befreien. Aber das heißt nicht, dass wir die Frankfurter unterschätzen dürfen. Wir bereiten uns so gut es geht darauf vor. Und es wird mit Sicherheit ein schwieriges Spiel. Aber Frankfurt ist eine Mannschaft auf Augenhöhe. Mit dem müssen wir uns messen. Wir haben ein Heimspiel und da warte ich irgendwo auch die 3 Punkte. Ron, drücken wir die Daumen für. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bitteschön.